Sebastian Schuppan ist zu Gast bei Radio Dresden und es ist ja mittlerweile schon gute Tradition, dass wir auf die Radio Dresden Torwand schießen. Und drei unten, drei oben, das ist das Prinzip. Und Sebastian Schuppan ist zwar jetzt nicht der gelernte Torjäger, aber er schießt hin und wieder auch mal ein Tor. Wie viel hast du dir jetzt vorgenommen hier? Beim Torwandschießen, puh, ja. Also einen sollte ich mindestens treffen, also keiner wäre peinlich. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also ab geht's, Sebastian Schuppan hier bei uns an der Torwand. Also, es geht los. Drei unten, drei oben. Und er hat sein Ziel schon erfüllt. Unten, der hat gesessen. Also jetzt kann er ganz entspannt an die Aufgabe rangehen und kann es hier sozusagen laufen lassen. Der zweite Versuch unten, knapp gescheitert. Ich erinnere immer wieder gerne dran, Benjamin Kirsten zuletzt mit drei Treffern als Torhüter auch eine richtig gute Leistung gewesen. Der dritte Versuch unten, auch der ist durch. Und ja, da schlage ich mal vor, den schauen wir uns in der Wiederholung auch nochmal an. Hier ist sie schon, die Wiederholung. So, jetzt das Ganze oben. Mal schauen, ob es da genauso gut klappt. Auch der ist durch. Also drei Treffer für Sebastian Schuppan. Ein Treffer könnte sich dann noch fürs nächste Spiel in Sandhausen aufheben. Also vielleicht lassen wir es dabei. Drei Treffer sind ja schon gut und den anderen heben wir uns dann für Sandhausen auf. Nein, Sebastian Schuppan mit vier Treffern. Vier Treffer, also richtig gut dabei an der Torwand. Und der letzte Versuch. Fünf Treffer wäre hier auf jeden Fall ein neuer Rekord. Nee. Also vier Treffer und die Torwand zum Abschluss fast nochmal zum Einsturz gebracht. Da kann er sehr zufrieden sein. Bei uns zu Gast bei Radio Dresden, Sebastian Schuppan. Sebastian, wir durften dich gerade bei der Torwand bewundern. Und bewundern ist ja wirklich der richtige Ausdruck. Vier Treffer, damit bist du in der Spitzenposition mit dabei. Ich kann mich erinnern, Dennis Eilhoff hat auch viermal getroffen. Aber du warst richtig gut an der Torwand. Ja, habe ich dir vorher gesagt, dass ich ein Wettkampftyp bin, dass ich erst... Den Schüssen davor hatte ich nicht so viel Glück, aber es kommt immer darauf an, wenn es drauf ankommt quasi. Nur Sebastian, dann wäre es aber irgendwie auch mal jetzt an der Zeit, mal wieder in der zweiten Bundesliga zu treffen, oder? Ja, ich hätte nichts dagegen. Also ich glaube, jetzt gegen Lautern hatte ich eine Chance, die hätte man vielleicht mal versenken können. So ein Volley-Schuss in der ersten Halbzeit war volles Risiko, leider volles Risiko daneben. Aber ja, beim nächsten Spiel gibt es wieder neue Chance, 90 Minuten eins zu machen. Deine letzten beiden Treffer, da können sich viele daran erinnern, im Pokal gegen Leverkusen getroffen, das 1:3 damals. Damit begann die Aufholjagd gegen Leverkusen und das letzte Tor in der zweiten Bundesliga, das gab es ausgerechnet beim sächsischen Erzrivalen in Aue. Auch nicht ganz unwichtig gewesen. Ja, das stimmt. Und das Aue-Spiel ist ja auch nicht mehr so weit weg. Da könnte man das nochmal wiederholen, meinetwegen. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei und Leverkusen, das wird ein Tor bleiben, was mir ewig in meiner Erinnerung sein wird, so das, wie das ganze Spiel. Sowas erlebt man vielleicht nur einmal als Fußballer, so ein Erstligist nach 3-0 Rückstand rauszuhauen. Das ist eine einmalige Sache, glaube ich. Und wie gesagt, das werde ich noch meinen Enkeln erzählen, was da los war. Auf jeden Fall. Jeder weiß noch, was er da in diesen Minuten gefühlt und gedacht hat, was er an dem Abend gemacht hat. Das war ein Legendenspiel. Absolut, also da gibt es wirklich nichts hinzuzufügen. Das war natürlich auch noch das zweite Legendenspiel gegen Dortmund, direkt hinterher gelost kriegen, das war ein bisschen Pech. Aber gut, dieses Spiel wird, glaube ich, in die DFB-Pokal-Annalen eingehen und das wird immer irgendwo gezeigt werden und deswegen werden wir da immer im Hinterkopf bleiben, glaube ich. Es läuft für dich persönlich richtig gut in der Mannschaft. Du bist Stammspieler, hast drei Vorlagen gegeben, zwei in der zweiten Bundesliga, eine im Pokal. Also du kannst nicht meckern, oder? Mit dem Saisonstart, für dich persönlich. Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Hat ganz gut geklappt. Muss natürlich immer daran denken, dass wenn man flankt, dass man auch einen braucht, der die Dinge einnickt in der Mitte. Das war jetzt sehr gut der Fall. Und ja, so kann es weitergehen. Also ich versuche weiter, die Flanken in die Mitte zu hauen und hoffe, dass jemand da ist, der sie verwertet und mal gucken, wie oft es noch klappt. Wie wichtig ist es da, den Ausgleich zu finden? Du bist ja nun mal Berufsbezeichnung Verteidiger zwischen dem Verteidigen und dem mit nach vorn gehen. Ja, ich glaube, dass es uns beides auszeichnet, sowohl, dass wir viele Tore schießen, allerdings auch, dass unser Risikofußball natürlich auch ein bisschen bestraft wird, dass wir mal viele Gegentore bekommen. Aber ich denke, der Trainer gibt uns eindeutig die Marschroute vor als Verteidiger, was jetzt auch Jackie Gay noch betrifft, dass wenn wir können, dass wir gehen sollen nach vorne, dass wir jede Möglichkeit nutzen sollen und das versuchen wir einfach und
Ja, das ist natürlich sicherlich auch schwer, weil wenn man weiß, ich war mal Mittelfeldspieler und ich weiß, dass die Wege nach hinten richtig wehtun als Mittelfeldspieler und deswegen muss man da auch zwingen, den Außenbahnspieler der gegnerischen Mannschaft da mitzunehmen, weil die kosten natürlich auch Substanz, was die Offensive angeht und deswegen ist es auch wichtig, dass Außenverteidiger viel nach vorn machen und es ist nun mal immer moderner, der Außenverteidiger, dass der am Offensivspiel maßgeblich teilnimmt. Ich glaube, dass die Außenverteidiger bei uns im Spiel schon immer die sind, die meisten Ballkontakte haben. Also wir sind sozusagen auch ein bisschen kleine Spielmacher quasi, die das Spiel eröffnen. Und deswegen ist die Position schon sehr, sehr viel wichtiger geworden in letzter Zeit. Wenn ein Kranfahrer und eine Verkäuferin einen Atomphysiker hervorbringen, wundert man sich sicherlich. Aber bei dir kann man sagen, dir ist das Talent regelrecht in die Wiege gelegt worden. Ja, das war schon, also man kann ja nie sagen, dass das irgendwie, dass sich das abzeichnet, dass man Profifußballer wird. Ich meine, das gehört, da gehören immer noch ein paar andere Sachen dazu und man braucht auch das gewisse Quäntchen Glück, dass einen der Trainer einfach mal ins kalte Wasser schmeißt. Das ist für die Trainer heutzutage immer nicht so einfach, weil der Druck in allen Ligen, in den ersten drei Profiligen schon immer relativ hoch ist und man da auch immer Angst hat, dass man irgendwas falsch macht, wenn man einen Jungen reinwirft, aber ja, das ist halt das Rezept, dass man über die Spiele dann kommt. Und ja, deswegen wurde ich zeitig getrimmt darauf, auf Fußball aufzubauen. Und das hat sich wirklich in meinem ganzen Leben bis jetzt wieder gespiegelt. Und ja, ich habe halt alles darauf abgesehen, dass ich irgendwann Profifußballer sein könnte. Und dass es geklappt hat, ist natürlich unglaublich, unglaublich schön. Ich meine natürlich auch den Papa, also Na der ja dort klar, Rekordspieler sicher. bei Prieske Senftenberg war und der ja auch kein unerfolgreicher Fußballer früher in der DDR gewesen ist. Nee, das stimmt. Also, aber er war wirklich da in seinen meisten Jahren erfolgreicher Torjäger. Das ist mir ein bisschen abhanden gekommen, leider. Da hätte er mir ein bisschen mehr in die Wiege legen können davon. Aber dafür habe ich andere Qualitäten, die er vielleicht nicht hatte. Und deswegen ist es schon auch okay. Der schärfste Kritiker? Auf jeden Fall. Ne? Wir diskutieren natürlich nach jedem Spiel ein bisschen und gucken uns manchmal auch, wenn wir zusammensitzen, noch ein paar Ausschnitte an. Und er versucht dann natürlich, dass sie seine Erfahrungen mit einzubringen, die er zweifelsohne hat. Und das sind immer gute Gespräche, natürlich auch manchmal Gespräche, wo man sich vielleicht nicht einig ist, aber das ist ja das Schöne am Fußball, dass jeder auch mal eine andere Meinung hat. Sebastian, du hast hier in Dresden natürlich auch schon Zeiten erlebt, wo du auf der Bank saßt, wo es nicht so gut lief. Wie hast du dich aus diesem sportlichen Tal rausgeholt? Wer hat dir da geholfen? Ja, im Endeffekt kann man sich nur selbst helfen, ne? Also auf dem Platz zumindest. Außerhalb des Fußballs ist es natürlich so, dass meine Verlobte natürlich mir sehr, sehr geholfen hat. Ich bin allerdings auch nicht so ein Mensch, muss ich sagen, der das groß zur Schau trägt im Privaten, weil ich kann das schon ganz gut trennen, weil Privates und Berufliches, das gehört einfach nicht zusammen. Und ich glaube auch, dass meine Freunde das nicht verdient haben, dass ich da mit hängendem Gesicht den ganzen Tag rumlaufe und deswegen bin ich da schon sehr lebensfroh, auch im Training. Ich bin natürlich auch so, dass ich dann sehr, sehr ehrgeizig bin im Training und da auch schon mal etwas unangenehm sein kann. Aber wer das nicht hat, der braucht, glaube ich, nicht Fußball zu spielen und deswegen helfen die Leute, die um einen rum sind, natürlich schon sehr. Aber hauptsächlich bin ich ein frohsinniger Mensch und versuche das mit Elan und Eifer wettzumachen. Das ist auch gut so. Ich spreche das Ganze auch so ein bisschen an, aufgrund des aktuellen Falls Kevin Pozzoni. Alle Welt sagt, da ist eindeutig eine Grenze überschritten worden. Fans sind dazu da, mit ihrer Mannschaft mitzufiebern, mitzuleiden. Und das machen wir ja alle auch mit Dynamo. Aber das, was da in Köln aktuell passiert, passiert ist, geht eindeutig zu weit. Oder wie siehst du es? Also ich glaube, da gibt es auch überhaupt keine zweite Meinung. Also da braucht mir keiner irgendwas erzählen, dass die Fans da irgendein Recht haben. Die Fans haben Recht, ihren Unmut zu äußern, im Spiel zu pfeifen, sich untereinander die Köpfe ineinander zu stecken und sagen, dass wir denen nicht leiden können und so. Das gibt es sicherlich in jedem Verein. Aber dass das dann auf körperliche Art und Weise ausgetragen wird und mit Drohungen, ich denke, da tut keiner jemandem Gefallen, weil im Endeffekt leidet nur die Leistung des Spielers drunter. Und das sollten sich die Leute bewusst machen. Und Fans sind dazu da, die Mannschaft zu unterstützen. Natürlich ist es nicht immer einfach, das weiß ich auch. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man denkt, dass die Mannschaft nicht alles gibt, obwohl das heutzutage eigentlich, das kann sich keiner erlauben, nicht alles zu geben, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es wirklich ein schwieriges Thema. Und ich hoffe, dass das jetzt durch diesen Fall ja, besonders beäugt wird und dass die Fans sich da wirklich auch in dieser Art und Weise ein bisschen zurücknehmen, weil das ist absolut angebracht und Privatleben ist Privatleben. Da möchte der Fußballer auch mal nichts mit Fußball zu tun haben und deswegen wäre es schön, wenn
die Fans das unterlassen könnten. Die Fans hier in Dresden, das weiß ein jeder, sind etwas ganz Besonderes. Das sagt man immer, die sind einzigartig. Vielleicht kannst du ein bisschen in die Tiefe gehen, was vielleicht Dresden auch nochmal unterscheidet von deinen vorhergehenden Stationen Cottbus und Paderborn. Ja, das ist einfach so dieses Leben mit Fußball. Das ist einfach so in Cottbus und in Paderborn, da mögen die Leute das auch zum Fußball zu kommen, aber die kommen immer mehr, wenn es gegen attraktive Gegner geht. Hier in Dresden ist es so, dass die Fans immer, also dass es immer einen gewissen Stamm gibt. Ich glaube, in der zweiten Liga ohne irgendwelche Zuschauerausschlüsse und Geisterspiele würden wir, glaube ich, nie unter 20.000 kommen. Also die sind immer da. Und in Dresden kennst du einfach, du kannst hier Hinz und Kunst fragen, du kannst hier an irgendeiner Ecke eine alte Dame treffen, die wird auch noch ein paar Spieler von Dynamo kennen. Das ist einfach so in Dresden. Fußball, Dynamo das und die Stadt Dresden, das ist irgendwie eins. Und ja, die Leute leben wirklich ihr, ja, einen Großteil ihres Lebens für Dynamo. Das ist wirklich unglaublich. Man kann es auch, jemand, der von außerhalb kommt, der wird es wahrscheinlich nicht glauben, aber die, das ist wirklich... Das ist hier Religion in dieser Region und ja, jeder, der dabei ist, der schwimmt mit und der sagt, wie toll das ist, wer da das erste Mal im Stadion war, die sind am Schwärmen, die Leute. Und deswegen kann man jedem nur raten, der noch nicht da war, mal herzukommen und das zu erleben und dann kann man vielleicht auch mitreden. Definitiv, also ich sag ganz ehrlich, also Dynamo ist so ein fester Bestandteil in Dresden wie die Frauenkirche oder die Semperoper. Es gehört einfach dazu zum guten Standard. Der Saisonstart, über deinen haben wir schon geredet, eurer mit 4 Punkten eher durchwachsen gewesen. Ja, die Punkteausbeute ist nicht so, wie wir es uns vielleicht vorgestellt hätten. Ich denke, die Leistungen waren schon ansprechend. Nehmen wir mal den ersten Spieltag raus, was wirklich nicht so ein gutes Spiel war. In den restlichen Spielen haben wir unsere Leistung eigentlich immer abgerufen. Gegen Kaiserslautern haben wir jetzt natürlich Kleinigkeiten entschieden, die im Endeffekt den Ausschlag für die Lauterer gegeben haben. Aber das wirft uns nicht um. Also die Punkteausbeute ist nicht ganz schlecht, ist natürlich auch nicht gut. Und deswegen gibt es jetzt noch viel zu tun. Und in Sandhausen können wir direkt anfangen und können uns jetzt gut vorbereiten. Und dann mit... entweder 1 oder 3 Punkten hoffentlich aus Sandhausen zurückkehren. Und die French Connection, die wird immer wieder angesprochen. Die sollen dazu auch mit beitragen. Wie viele Wörter Französisch kannst du auch durch deinen Zimmerkollegen Romain Prégerie und wirst du doch nochmal überlegen, einen Volkshochschulkurs in Französisch zu besuchen? Ja, das ist natürlich wirklich auch in der Kabine bei uns jetzt mittlerweile so ein Gag, dass wir das bringen, dass wir jetzt mal uns zu einem Französischkurs eintragen, was natürlich niemals passieren wird, weil die Prämisse wäre natürlich, dass die Leute, die hierher kommen, die Sprache lernen und das tun sie sicherlich auch. Wichtig ist halt im ersten Moment, dass sie die Fußballsprache erstmal lernen, das ist das Allerwichtigste, dass wir da eine Sprache sprechen, dann darüber hinaus kommt das Private. Und es ist natürlich so, dass ein Großteil der Spieler jetzt aus Frankreich ist, aber was ich allen Leuten hier, die das vielleicht bemängeln, sagen kann, ist, dass das wirklich einwandfreie Leute sind, charakterlich super, wir haben nicht einen Stinkstiefel in der Mannschaft, wo man sagt, das könnte zum Problem werden. Deswegen hat die Vereinsführung das, und der Trainer und der Manager das gut ausgewählt. Das sind alles charakterlich gute Leute und es liegt jetzt an uns, das zu verbinden und das zu einer eingeschworenen Einheit werden zu lassen. Und da sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Ganz klar. Sebastian, bei dir selbst, wie sehr, wenn man dich jetzt so erlebt mit Brille, wie sehr spielen modische Aspekte bei dir eine Rolle? Ja, das ist ja schon häufig gestellt worden, diese Frage. Und ja, es ist so, dass ich eine minimale Sehschwäche habe, die ich zum Autofahren jetzt quasi genötigt fühle, eine Brille zu tragen. Und dass natürlich dabei der modische Aspekt nicht zu kurz kommen sollte, ist klar, dass ich jetzt nicht mit so einem, keine Ahnung, was jetzt modisch nicht mehr gut gewesen wäre. Also ein Kassengestell wäre eher unpassend. Nee, das wäre nicht gegangen und deswegen muss das immer schon so passen in beide Richtungen. Also du achtest schon auch auf dein Äußeres, kann man schon sagen. Also da bist du eitel genug. Ja, das auf jeden Fall. Also mir ist das sehr wichtig und deswegen lege ich da auch großen Wert drauf und ja, andere machen das nicht, aber das ist, jeder hat seine eigenen Hobbys und jeder hat seine eigenen Rituale, die er durchführt und ja, bei mir ist es halt das. Bist du eigentlich ein guter Tänzer? Weil ich habe so mitbekommen, Duisburg, 3. Tor von Michael Poté, Tanzen ist enorm wichtig bei der SGD. Tanzen ist enorm wichtig, ja. Ich bin allerdings eher nicht so der gute Tänzer, weil ich so eine,
ja, möchte ich sagen, angeborene Hüftsteifheit habe, die es mir nicht so leicht macht, da so elegant auszusehen. Deswegen versuche ich auch nie bei Mika und Cher und Linnell zu stehen, weil daneben kann man halt nur ungelenk aussehen. Ich versuche mich immer an die Großen wie Savage vielleicht zu halten, da sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen elegant aus daneben. Oh, ja, ist nicht so einfach für mich da als steifer Spieler da gut auszusehen, sagen wir es mal so. Na, wenn ich aber höre, Verlobte, dann weiß ich, dann schlussfolgere ich, es wird eine Hochzeit geben. Und bei dieser Hochzeit, die Tradition will es, muss man auch den Hochzeitstanz machen. Ja, und deswegen fangen wir jetzt schon 8 Monate oder 9 Monate davor an, Tanzstunden zu nehmen, damit ich da gefügig gemacht werde für diesen Tanz und damit ich da auch einigermaßen gut aussehe dabei. Und ja, ich glaube, dass es nicht ganz schlecht ist, auch ein paar Tanzstunden zu nehmen. Das wird meiner Beweglichkeit gut tun und ja, mal gucken, ob ich das nicht noch zum neuen Hobby wird. Sebastian, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Spaß und viel Erfolg beim Tanzen lernen und Dankeschön. gegen Erzgebirge Aue. Das Derby liegt ja bald vor uns. Kann ich einfach nur sagen, mach's noch einmal, Schuppi. Ich versuche alles. Dankeschön. Danke. Ciao.